Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo und willkommen zurück in Final Fantasy XIV hier mit Kala von Let's Play Some Games. Ich wollte hier in Grindania ja meine Hauptquestline weitermachen, die jetzt ungefähr so auf Level 15 ist. Ich bin ja 20. Und was ist passiert? Ich bin hier gut zweieinhalb Stunden in der Stadt rumgelaufen, hab mir den Gärtner angeguckt, bin draußen rumgerannt, hab gefischt, hab Bäume umgefällt. Es hat einen heiden Spaß gemacht und bin gar nicht dazu gekommen, hier meine Hauptquestline zu machen. Aber das wollen wir jetzt mal tun. Ich glaube, wenn ich jetzt noch in Ulda den Minenarbeiter mir hole, dann brauche ich gar keinen richtigen Job mehr leveln, dann bin ich nur noch am Sammeln. Das ist wirklich mein Ding irgendwie. Und wenn man das dann noch verarbeiten kann, ach herrlich. So, aber wir wollen mal gucken, was sie so für uns möchte. Ich sollte mich nämlich melden. Oh, du bist nicht hier, um zu speisen. Nö, ich bin geschickt worden. Ich soll mal durchatmen. Okay, okay. Es gibt einfach fürs Herkommen erstmal was. Das ist doch schön. Aber nix da. Ich muss doch vorankommen. Ich will ein riesengroßer Held werden. Verzeiht mir nur, ich störe gern, aber die Zeit drängt. Ich bin der Freiwillige, beziehungsweise der Dumme. Na, wer kommt denn da? Sag geschwind, warum hast du denn so eine komische Maske auf? Hm? Na, mich interessiert Grindania nicht besonders, aber ich interessiere mich für meine Geschichte. Mitten im tiefen Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte. Das klingt doch schon mal cool. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zur Zeit von Gelmora angelegt. Mhm. Nun jedoch, es gibt Hinweise darauf, dass sich Anhänger des dunklen Kultes herumtreiben. Na, das klingt doch nach Kala, der da mal ordentlich aufräumen darf. So, was soll ich jetzt machen? Ihr fasst immer so viele Worte, sagt doch einfach, Kala, geh da hin, räuchers aus, komm wieder. Würde ich sagen, jupp, und wird losgehen. Klar kümmere ich mich drum. Das wird ein Kinderspiel, ja, das sagen sie immer so. Pass gut auf, hörst du? Jupp. Na denne. Darf ich jetzt? Ruhe der Toten, ne? Ist das? Ja. Darf ich in den tiefen Wald? Na siehst du. Wo komme ich denn da hin? Oha. Das ist ja richtig Strecke darunter. Dann schaue ich mir, ob ich einen Schokobo nehmen kann. Sonst muss ich das nämlich alles zu Fuß machen da. Schokobominen. Dankeschön. Geweih, geweih. So. Lass mich raten. Wo muss ich hin? Muss ich hin? Da ganz runter. Na, da haben wir mal ein bisschen was zu tun. Wahey. Oh Gott. Und alles Gegner, die ich... Ich habe vorhin den Druiden mir noch abgeholt. Den ich noch machen könnte. Aber ich will mich erstmal auf jeden Fall in diesem Let's Play erstmal hauptsächlich um den Hermetiker kümmern. Boah, Navi-System funktioniert so früh morgens noch nicht. Ich muss da lang. Gut. Nein! Bin wieder falsch. Da irgendwo lang. Den Kristall kann ich jetzt leider nicht mir holen, weil dann ist mein Dings weg. Mein Schoki.
Okay. Ah, hier kommen wir schon Level 10, 11 Bereich. Und hier geht's noch weiter runter. Wie ich ja schon mal gesagt hatte, diese ganzen Low-Level-Quests, die werde ich natürlich versuchen mit einem neuen Job natürlich zu machen, weil wäre ja Quatsch, die jetzt hier irgendwie unnütz vergeuden zu lassen. Das sieht hier irgendwie wie ein... Muss ich da rein? Hallo? Kann das nicht erkennen. Na gut. Dann holen wir mal den Kabanke und gehen hier mal durch. Mal guck, da steht's ja. Wahrscheinlich will die, dass ich da reingehe. Hallo, hier bin ich. Jupp. Was? Fanatische Wirrköpfe? Ne, bin ich auch. So. Ja, sagt doch, was ich tun soll, Leute. Ich hab doch keine Zeit. Nein! Und das ist wieder eine Instanz. Oder? Tatsache. Bäh. Ich werde runtergestuft auf Stufe 19. Na gut, dann... Hallo? Da. Dann melden wir uns einfach an. Ihr kennt das Spielchen. Ich bin jetzt drin. Da wird sich jetzt wahrscheinlich so schnell keiner finden. Und ich gehe denn meiner Dinge und werde jetzt wahrscheinlich die nächsten 4, 5, 6 Folgen noch irgendwie versuchen müssen zu questen. Oh, was ist denn? Was ich schon gesehen hatte mit dem, als ich den Druiden gewechselt habe, ich kann mir bestimmte Spells hier vom Hermetiker als zusätzliche Sprüche bei meinem Druiden aktivieren. Und könnte das natürlich nachher dann auch umgekehrt. Sprich, ich könnte den Druiden jetzt ein bisschen leveln und zum Beispiel mir einen Protect geben oder sowas. Was ja eigentlich von dem Druiden herkommt. Also so kann man doch die Jobs noch ein bisschen kombinieren und sich so die besten Sachen rausziehen. Ich renne gerade völlig falsch. Aber egal, mal gucken, ob es hier einen Kristall gibt. Und kann dann doch so ein bisschen alles nachher... doch ergänzen, wie es sinnvoll ist. Habe ich leider noch keine Erfahrung drin, aber... So, da ist Südwald, da ist auch noch irgendein Dungeon. Na gut, dann rennen wir mal schnell zurück da, den Kristall holen. Ich gucke immer mal in die Inhaltssuche. Hab da aber jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich groß Hoffnung, dass da großartig was passiert. Sonst muss ich mir noch überlegen, was ich mit euch mache. Mein Güte, habe ich heute Morgen eine Navigation, ne? Erstmal schon Kaffee. Oh, wie spielt ihr denn gerne? Spielt ihr so ganz normale Uhrzeiten? Oder habt ihr auch Bock, irgendwie morgens früh aufzustehen und einfach mal zu zocken? Oder bleibt ihr auch mal die Nacht wach? Schreibt es in die Kommentare, ich würde es echt gerne mal wissen. Ob ich denn alleine bin mit meinem verqueren Spielrhythmus. Tja. Und dann bin ich hier und ich müsste jetzt eigentlich ein Questgebiet finden, was halt Stufe 20 entspricht. Und das weiß ich gar nicht, ob ich das hier so finde.
So, der gehört mir. Weil wenn ich mal in meine Quest so reinschaue. Das hat ja letztes Mal nicht ganz so geklappt. Peinlich, peinlich, peinlich. Die rätselhafte Kriegerin, das war diese Geschichte, diese Final Fantasy 13 oder wie auch immer das dann heißt, Event, Save 15, was da jetzt kommt. Kriege ich auch die Quest-Items nicht? Hm. Ja. Hier soll ich in Instanz. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wo ich Level 20 Sachen herkriege. Könnten hier mal bei den Freibriefen gucken. Um die freizuschalten. Mal sehen, was die so möchte. Hallo. Gibt es denn irgendwas Interessantes? Zum Beispiel Fertigungserlasse. Ich kann ja nur kochen. Nee. Sammelerlasse. Kein Fischen. Kein Sammeln. Das ist ja doof. Aber Gefechte gibt's. Stufe 10. Das ist nicht das richtige Gebiet hier. Das sag ich ganz ehrlich. Weiß nicht, ob ich dann hier irgendwo hin muss. Aber ich möchte hier gar nicht questen. Ich möchte gerne in meiner Heimatstadt dann questen, wenn das hier nichts wird. Bäh. Musste mal überlegen, ob. Das werde ich nochmal nachschauen. Ich glaube nicht, dass ich vor Ort sein muss, um den Inhalt auszuwählen, sondern ich kann das, glaube ich, auch dann machen, wenn ich irgendwo anders bin und sage, ich möchte mich dafür jetzt anmelden. Ja, ich bin hier halt in einem falschen Questgebiet. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Dann suchen wir einfach diese Folge noch ein bisschen was zum Angeln und Sammeln. Und ich kann mich danach dann auf Video noch ein bisschen erkundigen. Tut mir ja leid, aber ich habe nämlich jetzt auch den Gärtner. Eigentlich eine sehr coole Sache. Gärtner bedeutet, ich kann Sachen sammeln, Bäume finden. Natürlich wird mir jetzt erstmal gar nichts angezeigt, war ja klar. Dann würde hier so auf der Karte würden so kleine Symbole erscheinen, wo ich was sammeln kann. Und hier haben wir natürlich neue Fischgründe. Ich liebe Fischen. Das macht echt Spaß. Verschiedene. Hauen wir mal rein hier. Mein Fischernotizbuch müsstet ihr inzwischen ja auch kennen. Hier gibt es 5 Fischgründe, die ich noch nicht entdeckt habe. Irgendwelche Tümpel. Ich hoffe, dass ich gleich den ersten habe. Und dieses Fischernotizbuch updatet sich nicht interaktiv, also wenn es offen ist. Sondern ich muss es nochmal öffnen. So doof ist es. Ja, die Fische habe ich schon mal alle geangelt und da merkte sich dann sofort, was ich hier angeln kann. So der normale Kram. Das wird wieder ein Großfisch sein. Irgendwann. Also brauche ich jetzt hier auch gar nicht groß weitermachen. Denn ich bin über dessen Stufe schon etwas hinaus mit meinem Hochseeangeln. Oder kommt was Großes? Ein großer Jungfrauenkarpfen. Das seht ihr auch hier. Da gibt dann jedes Mal bei Haikyuu gibt es dann auch immer ordentlich Bonus. Dann lohnt sich das schon, ne? Also hier gehen die Stufen so langsam hoch. Tja, tut mir leid, dass ich jetzt heute nicht mehr anbieten kann. Immerhin habt ihr ein bisschen von Grindania und dem Waldgebiet gesehen. Wie es weitergeht, werde ich jetzt mal schauen, ob ich da was finde. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Kala.